daneben werfen. Das mache ich sehr gerne. Vielen herzlichen Dank, Simon. Und du hast es ja bereits gesagt und ihr habt es alle gehört. Heute gibt es für den einen oder die andere Zuschauerin eine verfrühte Bescherung. Denn wir haben im Vorwege unser Publikum hier im Studio gefragt, wer hätte denn Lust, gegen Joko und Klaas anzutreten. Alle haben ja gesagt und wir haben 5 ausgelost, die gleich gegen euch spielen werden. Eure Aufgabe lautet, ihr müsst möglichst viele Menschen schlagen, denn wir spielen nach dem Gewinnbaumprinzip 5 Runden. 15 Punkte maximal kann man erreichen, 9 reichen euch, um einen weiteren Vorteil zu erspielen. Und ich erkläre euch jetzt, wie das Spiel Danebenwerfen funktioniert, es sei denn, du kannst es mir sagen, Joko. Keine Ahnung. Genau, es geht darum, ein Ziel nicht zu treffen, knapp daneben zu werfen. Wir gehen zur ersten Runde, wir fangen an zu spielen und ich freue mich jetzt über jemanden aus unserem Publikum und zwar über Yannick, der in diesem ersten Spiel antreten wird. Wo ist Yannick? Hallo Yannick, komm zu uns. Pass auf, vorsichtig, komm zu uns. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Moin Yannick, komm mit. Joko und Klaas ebenfalls. Also das erste oder die erste Runde in diesem Spiel lautet Axt werfen. Und zwar auf diesen Fernseher. Möglichst nah dran. Siehst du? Den Fernseher nicht treffen. Yannick, ihr könntet Punkte sammeln. Du könntest den Fernseher mit nach Hause nehmen. Oh, okay. Egal in welchem Zustand. Oh. Er ist deiner. Ja? Okay. Ein nagelneuer Smart TV mit 55 Zoll Bildschirmfläche. Moment, ah, jetzt kommt also praktisch Yannicks Preis wäre der Fernseher. Exakt. Joko und Klaas, ihr legt vor, und zwar mit den silbernen Äxten. 3 Versuche hat jeder. Also ihr könnt untereinander wechseln. Und Yannick ebenfalls 3. Naja, Yannick, es ist so, wir müssen relativ nah an den Fernseher. Genau. Ja, ja. Also gib alles. Ihr wollt Punkte sammeln, 9 braucht ihr. Da ist die Markierung, da bitte draufstellen und sie nicht verlassen. Kann ich nicht den Fernseher haben anstatt Punkte? Ich hätte lieber einen Fernseher. Ja, genau, er hat keinen Fernseher. Nee, so. Habe ich nicht gesagt. Vorteil fürs Finale, 4 habt ihr bereits, das wäre der 5. Ich habe das noch nie gemacht. Wow. Sehr gut. Feuer. Yannick. Hey, pass auf. Du bist dran. Yannick nimmt sich die roten Äxte. Du musst jetzt näher dran sein als die Axt von Joko und Klaas. Können wir mal so Messerwerfen machen und ich stelle mich an die Wand? Auf keinen Fall. Können wir gerne machen. In der allerletzten Finalstaffel. Ja, getroffen die Wand, aber das ist nicht näher dran. Ihr seid dran. Der war schon ziemlich gut. Joko, komm, jetzt wirf dich. Joko, kannst du es besser als Klaas? Kommst du noch näher an den Fernseher ran, oder nicht? Ich spalte jetzt Klaas Axt. Probier das nicht, weil dann geht das in den Fernseher und dann hat er gar keinen Fernseher mehr. Das ist doch gut. Hey, Leute. Alles gut. Hauptsache, Yannick, ich glaube an dich. Du siehst aus wie so ein Axtwerfer-Typ. Der schafft es. Wow! Oh, Alter, wäre der super gewesen, aber leider nicht drin gesteckt. Das tut mir leid. Das war unfassbar. Du hast dich genau dazwischen gesetzt. Gut. So, Yannick. Du hast es eben perfekt gemacht. Perfekt gemacht. Das schaffst du jetzt auf jeden Fall. Wow. Yes! Oh, Alter! Bist du krass? What? Yannick, das gibt's ja gar nicht. Ich habe es gesagt und du hast es geschafft. Guck mal, wie gut du geworden hast. Also, dieser Fernseher gehört dir. Den bekommst du, das ist ein großes Talent. Also, Joko und Klaas, nur nochmal, schön, dass ihr euch für Yannick freut. Guck dir mal an, wie scharf der andere ist. Da passt wirklich kein Blatt dazwischen. Das ist ja unfassbar. Schön, dass ihr euch für Yannick freut. Was machst du beruflich? Diese Punkte bekommt ihr nicht. Was bist du? Kältetechniker. Kältetechniker. Ach, deswegen fühlst du dich hier so wohl. Axtmörder. Kannst du so gut. Axtmörder. Ja, Glückwunsch. Cool. Yannick, nimm Platz. Dieser Fernseher, den kann dir keiner mehr nehmen. Vielen herzlichen Dank. Danke. Top gemacht. Ciao. Ganz, ganz krass. Gut. Boah. Wir kommen zur nächsten Herausforderung auf Eis. Und zwar gehen wir jetzt an den Tresen. Und dafür brauche ich einen weiteren Kandidaten aus dem Publikum. Ich freue mich über Lamson, wo bist du?
wichtig, dass du den nicht hinlegst. Hallo. Schön, dass du da bist, Lamson. Das sind Joko und Klaas. Gut. Pass auf, du hast den Helm noch in der Hand. Also, auch für dich gilt, mein Lieber, du kannst einen neuen Fernseher mit nach Hause nehmen. Ist das etwas, was du kannst? Bier trinken, ja. Ja, Bier trinken. Es geht nicht ums Austrinken, es geht ums Maßkrüge schieben. Und zwar in diesem Fall so nah wie möglich an den Rand oder ans Ende dieses Tisches, weil direkt dahinter liegt der Fernseher. Okay, krieg ich hin. Ja, gut. Also setz den Helm bitte auf. Kann Lamson anfangen, bitte? Nein, ihr legt immer vor. Warum trinkst du das, Mann? Ja, weil bei mir das Wohl der Zuschauer und Gäste sehr am Herzen liegt. Ist egal, welche Farbe. Wir hatten gerade eben Grün. Nein, ihr habt logischerweise immer die Farbe. Also wieder drei Versuche immer abwechseln. Ist okay. Oh, das ist immer so gefährlich, wenn man da ein Stück Haut einklemmt. Alles gut? Ja. Lamson, guck's dir an. Und wir sind gespannt, ob du mit einem heilen oder kaputten Fernseher nach Hause gehst oder ob das die ersten Punkte sind für Joko und Klaas. Wunderbar. Gut. Wartet kurz. So, ich markiere das Ganze. Ah, da ist aber noch eine Menge Platz. So, wartet. Dauert zwei Sekündchen. Da ist der äußere Rand. Silber für Joko und Klaas. Kürzer. Gut. Das sind schon mal zwei Versuche. Wartet. Ihr müsst ja nicht markieren für später. Jetzt. Nee, markiere ich auch nicht. Danke dir. Danke. Heißt nix. Kann alles gut sein. Vielleicht ist er jetzt schwarz-weiß. Also weißt du was, ich würde Filme nur gucken, wo sich was auf der linken Seite abspielt. Doch, das sah hart aus. Der könnte. Naja. Oh, aber gut. Hey. Lamson, deine Möglichkeit, besser zu sein. Denk immer noch dran, du nimmst ihn die Punkte ab und nimmst deinen Fernseher mit nach Hause. Sorry. Okay. Das ist auf jeden Fall besser. Sehr gut. Also. Tut mir leid wegen dem Fernseher. Och, es ist ja nur Weihnachten. Ja. Jetzt noch Arschloch hinten dran gehangen. Ist ja nur Weihnachten, Arschloch. Gut. Natürlich jetzt etwas schwer zu sehen, wo das da. Ich kann mich da mal hinstellen als Orientierung, aber trotzdem gilt es natürlich, möglichst nah an den Rand zu kommen. Das ist euer letzter Versuch. Schafft ihr es nicht, gewinnt Lamson. Der ist eindeutig besser. Also auch hier. Sorry. Ich glaube, jetzt soll es zur Orientierung, aber wahrscheinlich für Lamson stehen bleiben, damit er. Oder? Wir sind echt knapp jetzt da. Na! Leider nicht geklappt, Lamson. Dafür sind es jetzt zwei Punkte für Joko und Klaas. Ja. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich sehr gefreut. Tut mir leid. Hat uns auch gefreut. Das ist das Spiel. Und dieser. Lamson, danke dir, nimm Platz. Ja, danke dir. Schön. Wir denken uns irgendwas aus. Und dieser Fernseher wandert in den Pott. Und damit hat unser nächster Teilnehmer gleich die Möglichkeit, zwei Fernseher mit nach Hause zu nehmen. Und wir kommen zu unserer nächsten Runde. Und die ist bereits aufgebaut. Kommt bitte hier mit nach vorne. Wir bowlen auf dem Eis. Joko und Klaas. Und ihr tretet an gegen Nico. Nico, komm zu uns. Wo bist du? Nico. Hallo, Nico. Herzlich willkommen, Nico. Servus. Moin, Nico. Servus. Servus. Nico, was machst du? Beruflich? Ja. Ich bin bei der Polizei, gerade in der Ausbildung. Oh, dann bist du sehr präzise bestimmt. In der Ausführung bestimmt. Ja, ich hoffe mal. Ja. So Kommissarlaufbahn. Also, genau. Okay. Also Nico, Joko und Klaas. Das dritte jetzt. Okay. Schön, dass du da bist. Also es geht darum, zu bowlen und zwar möglichst nah am Fernseher vorbei. Wir können das Ganze kameratechnisch dann im Nachhinein
prüfen und vergleichen, wessen Bowlingkugel am nächsten am Fernseher dran war. Hinter der Linie bitte nicht übertreten. Und der erste Versuch von Klaas. Und dann ist Nico dran. Boah, Alter. Oh, ihr seid in Topform. Ihr müsst immer noch dran denken. Es geht hier um wichtige Punkte. Ihr habt erst 2. Ja, habe ich ja gerade. 9 müsst ihr. Ja. Gut, da kommt sie zurück. So, Nico, du bist dran. Hier, warte mal, Joko, fang. Mit der Brust, warte. Ja, warte. Kopfball. Warte mal. Lass mal jetzt gucken, Nico macht jetzt. War das dein Daumen? Ja. Dein Daumen ist hängen geblieben. Ist hängen geblieben, ja, weiß nicht. Nein, wirklich? Oh. Ja. Oh, gut. So wir gucken einmal ganz kurz. Wir gucken ganz kurz mal nach, welche Kugel näher am Fernseher war. Aber ich würde mal sagen, die von Klaas. Schaut es euch nochmal an, auf jeden Fall. Also, das ist jetzt sozusagen die Entfernung, die gemessen wird, als Richtwert. Nico, Daumen. Also, die kannst du ja auch verlieren, du hast einen Fernseher dann. Ja. Ah, fuck. Das war definitiv weiter entfernt. Ja. So einen Spin gegeben, da ist er halt nach außen gedreht. Und? Nee, schick sie, danke dir. Shit. Ich stopp sie immer mit dem Fuß, was natürlich totaler Quatsch. Nee, doch nicht. So. Nico, du musst nicht nur rechts, du kannst auch links. Du kannst ja bestimmt auch rechts wie links. Oh, die ist gut. Oh, die ist sehr, sehr gut. Oh. Also ich würde mal sagen, das war ein sehr, sehr guter Wurf. Wir gucken uns das mal an im Vergleich zu dem, was Klaas mit seinem ersten gemacht hat und sehen. Oh, ein Mühe mehr. Ein bisschen näher, einen Hauch. Das heißt, diesen Wert gilt es zu schlagen, Klaas. Wie haben wir noch? Das ist der letzte. Vielleicht muss Nico gar nicht nochmal. Oh. Oida! Sehr, sehr gut, Nico. Was soll man da sagen? Also, wir gucken uns das an, aber der war schon top. Das den ja zu Wahnsinn schlagen, das ist fast unmöglich, aber vorhin haben wir es ja beim Axtwurf auch gesehen. Ganz präzise. Oh, guck dir das an. Auf jeden Fall. Eieiei. Das gibt's ja gar nicht. Also. Nico, du kannst alles riskieren, solltest du jetzt auch. Ui. Und das tust du. Okay, das war's dann mit dem war nicht knapper dran vorbei. Nico, wir drücken dir die Daumen für eine großartige Karriere in deinem Job. Danke fürs Mitmachen. Damit wandern diese Punkte auf das Konto von Joko und Klaas. Gerne. Danke fürs Mitmachen. Also, ihr habt bereits... Hab ich Glückwunsch gesagt, wozu? 5 Punkte. Entschuldigung. Danke dir, Nico. Danke, ist richtig. Glückwunsch ist Quatsch. Also, auch dieser Fernseher wandert in den Pott. Das heißt, unsere nächste Kandidatin hat gleich die Möglichkeit, 3 Fernseher mit nach Hause zu nehmen. Der eine funktioniert, der andere ein bisschen weniger, aber sie sieht trotzdem toll aus. Und zwar freue ich mich jetzt über Megan. Megan, komm bitte zu uns. Megan, herzlich willkommen. Alles gut? Ja. Aufpassen, ist klar. Megan, was machst du? Ich studiere Informatik. Du studierst Informatik, ist sehr gut. Dann bist du gut mit Zahlen, Berechnen, dir das ganz genau angucken. Denn für euch, also für dich und vielleicht für Klaas oder auch für Joko, geht es gleich unter die Studiodecke für die 4. Runde in diesem großartigen Spiel, das sich daneben werfen nennt. Sie wundern sich jetzt sicherlich, wo ist Klaas? Der ist. Die Sendung heißt Joko gegen ProSieben. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Gut. In seiner Welt, ja. Es fehlt Klaas, der ist mit einer Kandidatin aus dem Publikum in den Studio Himmel gestiegen, und zwar Megan. Es gilt jetzt, Billardkugeln von dort oben runterfallen zu lassen und nicht den Fernseher zu treffen, sondern möglichst nah daneben zu werfen. Sollte Megan besser sein als Klaas, dann bekommt sie 3 Fernseher. Diese beiden Exemplare und den noch heilen hier auf dem Boden. Sollte allerdings Klaas besser sein, dann würdet ihr nach dem Gewinnbaumprinzip weitere Punkte einsacken und die Zahl, die ihr erreichen sollt, von 9 Punkten erreichen und damit einen weiteren Vorteil fürs Finale erkämpft haben. Klaas, du legst vor, Joko und ich gehen ein bisschen zur Seite. Und soll du lässt bitte einen Helm anziehen? Sie immer. Für dich immer ein Helm. Und eine Gesichtsmütze. Maske.
Nee, Mütze. Soll ich schon? Ja, wenn du willst, gerne. Boah, ist gefährlich. Oh! Gut, warte mal. Ganz gut, ne? Megan, ja? Nichts fallen lassen, bitte. Ich komme da jetzt einmal ganz kurz hin. Ich gucke mir das mal an. Das wäre so hart. Das wäre richtig hart. Gut. So, Megan, näher dran als die Billardkugel von Klaas. Ihr habt jeweils 3 Versuche insgesamt. Ja. Kann ich? Ja. Alle weg. Oh. Also, Megan, das war, also das war näher dran, aber das war zu nah. Ja, genau. Nichts fallen lassen, bitte. Ich. Megan, warum machst du deinen Fernseher? Ich weiß auch nicht, Mensch. Wenn dir das Programm nicht gefällt, dann schalt doch um. Ich krieg ja noch 2 weitere, wenn ich gewinne. Ja. Gut. Ja, die sind auch kaputt. Vielleicht kannst du dir aus den 3 einen heilen Fernseher. Das war der Einzige, der noch heile war. So, Klaas, du bist dran. Ihr habt 3 Versuche. 2 hast du noch. Kannst du dich noch verbessern? Boah. Oh, der ist für dich. Das gibt's ja gar nicht. Du bist Präzisionsschütze. Also sehr präzise. Oh, ich muss immer sagen, Megan, nichts fallen lassen, bitte. Ja. Megan kriegt noch gar keine Kugel, solange du da rumeierst da unten. Gut. Halten wir fest, Klaas, du kannst nicht gut werfen, aber du kannst gut fallen lassen. Ja, ich kann halt immer, also mein ganzes Leben ist knapp, dein Leben ist auch vorbei, ne? Ja. Darf ich, ja? Wo bist ja, du denn du jetzt? Darfst. Weiß ich nicht. Achso, Megan ist weg. Oh. Oh. Wow. Also das war auf immer jeden Fall neben den Fernseher, aber weiter weg. Und auch diese Kugel schubst du ja mal raus. Jetzt kommt der 3. und letzte Versuch von Klaas und dann hat Megan nochmal die Möglichkeit, alles rauszuholen. Denk an Yannick, der hat mit dem letzten Wurf nochmal alles für sich entschieden. Okay, also wir halten fest, alle 3 daneben und einer sehr, sehr gut. Da an die Kante musst du den ransetzen. Hm. An die Länge, weißt du, da guck mal da. Weißt du, Megan, wann immer du willst, volle Konzentration. Ja, klar. Ja, oh. Oh. Nein, Megan, das war knapp. Und damit haben Klaas und Joko dieses Spiel gewonnen. Einen weiteren Vorteil erkämpft. Bitte kommt runter, Megan und Klaas. Glückwunsch. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, noch einmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Vielen herzlichen Dank für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Publikum. Toll habt ihr das gemacht. Aber... Weil Weihnachten vor der Tür steht, bekommt ihr alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen heilen Fernseher von uns. Also, schöne Bescherungen und Vorwege und immer schön ProSieben laufen lassen und Joko und Klaas. Aber Yannick nicht, der hat ja schon einen. Yannick, ja. Yannick, du kriegst nicht 2, du kriegst nur einen. Ja, genau. Auf jeden Fall einen heilen, das ist das Wichtigste. Follow